Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen ist wieder mal so eine Floskel. Folgendes: Gestern die Angriffe mit Iskander, die waren ziemlich heftig und das ist jetzt die zweite Nacht gewesen, als ich mit Adrenalin ins Bett ging. Ich konnte zwar schlafen, weil es so ruhig war, aber die Bilder, die ich heute Morgen gesehen habe und die haben mich dazu zu der Überlegung gebracht, so doch irgendwie Kiew zu verlassen. Das heißt, ich fliehe nicht vor dem Feind, sondern mir war nicht bewusst, so wie wichtig ich sein könnte bezüglich humanitärer Hilfe. Und ja, mir wurde dringend geraten, dass ich anderswo nützlicher sein kann, als hier im Bombenhagel zu sitzen. Mein Problem ist so, oder vielmehr, was ich erwarte oder sehe für die nahe Zukunft. Putin hat verstanden, dass er die Ukraine nicht brechen kann, nicht in dem Maße, wie er das gedacht hat. Und jetzt will er Blut sehen, und zwar viel Blut, weil er damit denkt, so die Ukrainer würden dann in seine Arme laufen. Dass das niemals passieren wird, so da, das versteht er nicht. Ich habe nicht die Ahnung, so warum er das nicht einsehen will. Ich vergleiche das so, wie wenn eine Frau Nein sagt und irgendwie man denkt, oder man denkt, man könne die Frau trotzdem bekommen und sie dann irgendwie unter Druck setzt, irgendwie ihr, ja, wie soll ich sagen, sie überzeugen versucht, sodass man doch trotzdem zu lieben sei. Nun gut, wie das alles weiter verläuft, weiß ich nicht. Ich kümmere mich gerade um, ja, Möglichkeiten, dass ich eben die Stadt verlassen kann. Bin da im Kontakt mit entsprechenden Leuten und kann sein, dass ich mich eine Weile lang nicht melde. Ja, soweit dazu. Ich möchte trotzdem kurz zeigen, was mich dazu bewogen hat. Und zwar, einerseits stehen circa 30 Kilometer nördlich von Kiew, ja, viele, viele Panzer. 30 Kilometer lang soll der Konvoi sein und das droht ein ziemlich heftiger Angriff auf die Ukraine oder wie immer auf Kiew. Das ist mal die eine Sache. Dann, was Iskander bedeutet, hier ein Video. Das war gestern in Kharkiv. In Kiew wurde auch angegriffen, auch Zhytomyr. Broveri, das ist eine Stadt, wo eine Freundin von mir wohnt. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ja, keine lustige Sache, solche Dinger. Das sind Streubomben, die können mit Streubomben be besetzt werden. Das ist ein Kriegsverbrechen. Sollte eigentlich verboten sein. Aber ja, Putin setzt jetzt alles ein, was er machen kann. Warum die ukrainische Armee oder vielmehr die russische Armee ein bisschen demotiviert ist, zeigt dieses Video. Und zwar wird hier eben gezeigt, so, dass die Verpflegung, sorry, dass die Verpflegung uralt ist, also Haltbarkeitsdatum 2013 bis 2015. Mit dem Material werden die Russen auf den Weg geschickt. Das haben ukrainische Soldaten erbeutet und zeigen eben jetzt, wie die russischen Soldaten versorgt werden. Okay, ich glaube trotzdem, dass Russland die Ukraine nicht in die Hände bekommt und selbst wenn, dann nicht für lange. Also langfristig bin ich sehr optimistisch, wie viel Blut bis dahin fließen muss. Das stimmt mich pessimistisch. Okay, Slava Ukraini.